mir kriegt Ingo, weil was neue Liebhaber Pinky und Nastus läuft bei den beiden, ne? Wirklich jetzt? Die beiden sind zusammen? Abgeschlossen, Betten. Liebhaber. Tatsächlich. Lol. Und er hat sich. Er hat sich gleich hier reingelegt. Nice, okay. So, einen wunderschönen, liebe Zockermannschaft. Wir sind wieder zurück in RimWorld. Und ich habe wieder ein bisschen was vorgezeichnet. Und zwar kommt hier wieder eine kleine Schlafeinheit hin. Hier habe ich vor, Gefängnis zu machen. Also ein paar Gefängnisbetten hier so hin. Weil so ein Doppelbett-Gedüns passt hier nicht hin. Dann würden hier zwei Felder oder drei übrig sein. Kann ich euch ja kurz zeigen. Wipp, Blaupause, Bett 2. Wenn ich das hier hin machen würde, würde einmal drei Dinger fehlen. Oder wenn ich das hier hinpacken würde, würde hier ein Zweiergang entstehen. Das, ich weiß nicht, das wäre nicht so toll. Des Weiteren habe ich noch was hier geändert. Und zwar habe ich jetzt hier schön Küchenfliesen, ich nenne sie mal Küchenfliesen, hingepackt. Sieht viel, viel, viel schöner aus. Die gehen bis hier, glaube ich. Genau, Marmorschiefer. Gehen bis hier, weil hier der Küchenbereich ist. Und hier ist dann der andere Bereich. Ja, dann habe ich gesehen, dass hier unsere Quarry fertig ist. Habe ich gleich mal eingestellt, dass Kohle gescheffelt werden soll. Mit Kohle werden diese Brachers perfekt gedingst. Ich glaube, dann halten die ewig, also statt Holz wird denn auf jeden Fall Kohle verwendet. Finde ich viel, viel, viel besser, weil, wie ihr seht, bin ich hier wieder sehr viel mit Holz am Bauen. Ob das so eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Aber was anderes haben wir zurzeit nicht. Naja, obwohl. Ey. Ich habe ja noch Sandblöcke und Marmorblöcke. Theoretisch könnten wir alles aus Marmor machen. Nein, später, irgendwann. Ja, und Slate. Dass wir die Küche fertig kriegen. Aber irgendwie hat keiner Bock zu meinen. Ja, der meint hier. Wie wär's hiermit? Hast du nicht Bock, Crafter, ein bisschen in der Quarry abzuhängen? Das wäre cool. Zum Thema Quarry. Das ist ein Provisorium. Das wird woanders hingepackt, weil ich glaube, denke, eventuell theoretisch würde ich hier mein Labo aufbauen. Ich freue mich schon drauf. Beziehungsweise meine Werkstatt, wo ich mit Gras hantieren werde. Das wird mega nice. So, ich habe gesehen, Mr. Björns ist hier am Schnibbeln und Tun und Machen. Macht plated irgendwas. Okay. Wen sind die denn? Ich glaube, wir brauchen die gar nicht mehr. Ich habe ja hier schon was eingestellt. Und zwar Royal Plated Boots. Die dachte ich mir, kriegt Ingo. Weil, was, neue Liebhaber? Pinky und Nastus. Läuft bei den beiden, ne?
Wirklich jetzt? Die beiden sind zusammen? Abgeschlossen, Betten. Liebhaber. Tatsächlich. Lol. Und er hat sich. Er hat sich gleich hier reingelegt. Nice, okay. Pink und Nastus haben sich gefunden. Wieso auch nicht? Wie sind das zustande gekommen? Niemand wird's. Niemand. Lol. Die gehen sogar zusammen auf Klo. Läuft. Ja, vielleicht ist es ja so entstanden. Auf Klo so. Na, wie geht's? Hm? Na, wollen wir? Wer weiß, was so auf Klo alles passiert, ne? So, was ist jetzt hier passiert? Crafter, du hast jetzt Kohle hergestellt. Wo finde ich denn Kohle? Wo ist denn hier... Kohle? Kohle? Kohle! Da, Kohle. 50 Kohle. Nice, damit kann man bestimmt einiges anfangen. Genau. Betten. Wir haben jetzt endlich unsere Betten fertig. Wo sind denn die? Da! Betten. Das heißt, theoretisch könnten wir die Medieval-Dinger wegmachen und dann die normalen Betten machen, weil die sind, werden auch damit verknüpft. Hier. Außer natürlich mit den Nachttischen. Können wir nicht die normal, können wir nicht die Nachttische hinpacken? Die sind auf jeden Fall besser. Gut, fangen wir mal an. Wie machen wir das am besten? Fangen wir mal hier hinten an. Indem wir das hier abreißen. Die anderen Dinger machen wir am besten tagsüber. Ah, das können wir auch abreißen. Die Dinger könnten wir auch abreißen. Die braucht keiner mehr. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Möbel plus Nachttisch. Nachttisch. Die sind doch eigentlich... Das sind... Nachttisch. Warum ist denn überall zwei Nachttische? Ach so. Weil ich sie vergessen habe. Abzubauen. Deswegen sind da zwei Stück drin. Oh, guck mal. Die beiden, die sich neu gefunden haben. Nice. Was? Rauch? Nö! Mein Gras! Mega ungünstig. Achso, Crafter. Ich sehe gerade, du bist hier am Craften. Wie geht's dir? Du hast Hunger. Gut, dann hol mal noch ein so ein Ding raus und dann bist du erstmal befreit. So. Viel Spaß mit deiner Freizeit. So. Das Ding kommt dann ins Lager. Dann haben wir schon mal die Kohle. Perfekt. Hier sieht es ja auch ziemlich dermaßen aus. Da wird Adobe hergestellt. Revenge Cat. Könnt mir ruhig wieder eine herstellen. Die letzte haben wir ja gut verkaufen können. So, des Weiteren, was machen hier Hühner drin? 3 Tage alt. Okay, wir haben Lagerhühner. Wer kennt sie nicht? Langschwert normal. Langschwert 6, 7, 8. Crafter hat auch ein Schwert, oder? Inventar. Warum hat der noch einen Bogen? Hör auf damit. Weg. Einen Bogen brauche ich nicht.
Nicht mehr. Der hat ja jetzt eine AK. Ist ein bisschen besser. Okay. Apropos, wir können ja noch paar Schwerter machen. Longsword. Ja. Sieben Schaden. Okay. Was ist mit den Arming Sword? 7,5. Okay. Langschwert ist immer noch ein bisschen besser. Mace. Was ist damit? Ist das besser? Nein. Ja, dann würde ich sagen, wird hier noch ein Schwert hergestellt für unseren Crafter. Der ist ja auch hier unser Nahkampfexperte. Hier. Und ein bisschen schießen kann er auch. Mal gucken, wer muss denn noch equipped werden? Sie, Jara. Wollen wir ihr eine Waffe in die Hand drücken? Sie hat einen Compound-Bogen. Compound-Bogen ist schon nice. Gucken wir mal. Vielleicht irgendwo noch eine coole Waffe? Also hier Nahkampf. Weil das da, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Huntman's Knife. Oder wir stellen hier einfach eine neue Waffe her. Dann kriegt sie. Arming Sword. So, nächstes ist Sheepy. Sheepy hat mal nix. Überhaupt nix. Was kann er denn? Bisschen Nahkampf, bisschen Fernkampf. Das ist ja fast nichts. Obwohl, eigentlich braucht die nicht so viel, weil sie ist ja magical gifted. Das bedeutet, sie können wir ausbilden später zum Magier. So, was mache ich? Nee, was macht Wednesday? Okay. Warum macht sie das? Es wäre doch viel besser, wenn die woanders tätig ist. Außer hier am Gras schnibbeln. Die kann doch. Wo sehe ich denn das? Arbeit. Da. Kochen, machen, tun. Achso, Handwerk habe ich sie auf 1 gesetzt. Deswegen macht sie das. Okay. Aber wer ist dafür zuständig? Weil irgendwie geht uns das Eis immer aus. Es wäre viel cooler, wenn sie Eis macht. Mach mal lieber Eis, statt hier Gras zu schnibbeln. So, der Tag ist da. Wir können anfangen, die Betten abzureißen. Neue Betten hinzupflanzen. Der große Tag des Bettenabreißens. Möbel. Nee, das wollte ich nicht. Wo ist denn das? Möbel, da. Doppelbett. Kommt hier hin. Hier ist auch ein Doppelbettzimmer, oder? Ja. Dann werden wir das hier neu installieren. Und noch eine Kopie bauen. Und zwar hier. Nö! Oh Gott! Und zwar nur gut. Genau wie hier. Nur gut und besser. Dann kommt
Hier ist auch noch so ein Doppelbett-Ding. Dann kommt hier eine neue Installation hin. Und eine Kopie hier hin. Soll ja nach was aussehen. So, nur gut und besser. Ich glaube, Chiara macht es, oder? Ne, die baut erstmal hier das hier fertig. Dann kommt... Mal überlegen. Hier kommt das Bett hin, denn da. So, kommt gut hin. Gut und besser. Hier können wir ein normales Bett hinsetzen. Zack. Hier kommt auch ein normales hin. Und hier auch. Hier auch wieder. Gut und besser. Das haben wir, glaube ich, auf gut und besser. Hoffentlich. So. Dann haben wir das da oben fertig. Ah, hier, Doppelbett. Total vergessen. Hier kommt noch eins hin. Und da unten müsste auch fertig sein. Yep, perfekt. Und hier noch ein Doppelbett hin. Gut und besser. Kommode fehlt noch. In jedem Ding muss auch noch eine Kommode hin. Was? Steel-plated Boots? Das da, oder? Ja. Na, jetzt haben wir hier Schuhe, die keiner braucht. Okay. Dann können wir die wohl verkaufen. Ja, jetzt fange ich an, richtig zu craften. Und zwar die Wall-Plated Boots für Ingo. Da freut er sich bestimmt. So, wer war hier nochmal drin? Nina war das, oder? Besitzer Nina da. Dann kommen hier noch die Kommoden hin. Mal gucken, das ist unten, das ist links, das ist oben, das ist Seite. So. Da. Eigentlich will ich die da hinsetzen. Kopie bauen. Da. Ah, wir haben so viele Tiere, ich glaube, die passen eh nicht alle da bei den Dingern rein. Oh, jetzt habe ich vergessen, da abzureißen. Nö. So. Kommode. Mist. Warte mal, unten, links, oben, rechts. Dip, 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 dip. Und natürlich wieder gut und besser. So. Und hier kommt auf jeden Fall Martin hin. Hier kommt auf jeden Fall noch so ein Ding hin. So, hier kommt auf jeden Fall Chiara hin. Ha, eigentlich mal richtige Betten für unsere Leute. Da freuen sie sich mal richtig.
speichern. So. Gut und besser. Ist noch nicht fertig. Ist noch nicht fertig. Was denn hier los? Ah, die unterhalten sich. Na, Tag, wie geht's? Hm. So, Defense-System. Okay. Und Betten haben wir. Aber sonst? Hier geht was da. Wir brauchen... Wir müssen Sachen jagen. Irgendwelche Tiere. Da sind ganz schön viele Eier. Hm, nehmen wir die mal mit. Ist noch irgendwo welche Viecher? Wir brauchen bestimmt bald wieder neue Knochen. Hallo, ihr zwei Muffalos. Da ist noch ein Truthahn. Da sind ganz viele Hirsche. Die habe ich schon alle markiert, aber niemand holt sie. Nee. Habe ich was verpasst? Nina? Will sie überhaupt noch jagen? Arbeit? Ach, weil so viel am Bauen ist. Deswegen. Was fehlt denn hier eigentlich? Adobe Bricks. Haben wir keine mehr und keiner baut. Mann, 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 Mann. Überall ist was zu tun, aber es wird nichts fertig. Was machst du? Ah ja, genau. Ihr könnt mir auch bald ein besseres Bett geben, aber erstmal hier gucken. Wie sieht's aus? Es wäre cool, wenn das Bett hier noch fertig gemacht wird. Chiara. Warum? Ich will's nicht wissen. Mach lieber das Bett fertig. Mal überlegen, wer war da nochmal drin? Ich glaube, da war Wednesday drin, genau. Aber Theo, Feuer! Ach, passt schon. Fängt ja eh gleich an zu regnen, oder? Ah, sie macht es schon. Warum packt sie da immer ganz viel Holz, Bone rein? So, das kann auf jeden Fall fertig gebaut werden. Ah, Nina macht's. Perfekt. Du könntest das Feuer komplett bekämpfen. Das macht mir gerade ein bisschen Angst. Zu nah an mein Grasfeld. So, hier könnte ich ja theoretisch Wednesday reinpacken. Feuer. Perfekt, es regnet. Was will man mehr? Apropos, wenn es jetzt anfängt zu regnen. Wo sind die Boomerlupen? Hier sind doch bestimmt ganz viele Boomerlupen, die wir wegmachen können. Oh ja, da sind sie. Nina. Das machen wir mal schnell. Erstmal ausnutzen, dass es regnet. Oh, bis sie da ist, dauert es ein bisschen. Wir sind auch nochmal muffelos. Könnten wir auch alle wegmachen. Aber erstmal sind die Boomerlupen dran. Weil ihr wisst ja, sobald die explodieren,
macht's großes Feuer und da jetzt eh am Regnen ist, müssen wir es schnellstmöglich benutzen und ausnutzen. Und sie trifft nicht. Ich fasse es nicht, wirklich jetzt? Nee. Ich fasse es nicht. Das kann mir doch keiner erzählen. Doch jetzt. Warum? Sie ist doch so gut in Schießen. 16 in Schießen. Und oh. Jetzt hat's es. Nice. Guckt's euch an. Es funktioniert. Genau das hatte ich vor. Jetzt gibt's auch sehr viel Essen. Und da es jetzt fleißig am Regnen ist. Vor allen Dingen die Boomerlupen. Die nehmen den ganzen Platz weg von den anderen Viechern, die vielleicht spawnen hätten können, oder? Ich bin mir da nicht ganz sicher. Aber ich mach das mal. Ein Schuss, ein Treffer. So, und dann kann ich auch gleich den Badger hier machen. Wenn ich schon dabei bin. Nicht, dass er auf dumme Ideen kommt. Der Dachs da unten. Mal fertig. Yes. So, geh nach Haus. Alles tot, alles erledigt. Sieht gut aus. Den kann ja wieder Essen produziert werden. Und Knochen. Und. Nice. Das läuft. Wie ein Länderspiel. So, dann würde ich mal sagen, war es auch für heute mit der Folge. Dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye bye. Und denkt dran, Leute, immer schön den Lachs am Tisch knallen, ne?